Hallo und herzlich willkommen, Mechana Network, mein Name. Schön, dass du eingeschaltet hast und heute möchte ich dir etwas ganz Interessantes zeigen. Heute geht es darum, Bilder ohne Urheberrecht sie zu herunterzuladen. Nur mal eine kurze Vorgeschichte. Es gibt ja im Internet sehr, sehr viele Bilder, die man nicht herunterladen kann, denn sie sind Urheberrecht geschützt. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel in Google etwas eingibst, zum Beispiel Sportauto, und ja, du tust das runterladen und in deinem Blog oder auf deiner auch natürlich free, ist kostenlos. Und wenn ihr natürlich hier etwas eingibt und sagt, ich will Car, na, das ist jetzt zum Beispiel Auto in Englisch, dann gebt ihr hier das alles ein und hier seht ihr die Free Buttons. Na, hier zum Beispiel Free. Nehmen wir mal dieses Bild. So. Dieses Bild zum Beispiel ist kostenlos. Da kann man das zum Beispiel so ausgestalten, wie man möchte. Wenn man sagt, okay, mir gefällt dieses Bild nicht, gibt es hier dieses Papierkorbzeichen Delete, klickt man drauf und schon ist es wieder weg. Ne? Hier gibt es jede Menge Bilder, die man hier auswählen kann. Natürlich gibt es hier auch welche, die sind kostenpflichtig, die kosten pro Bild 1 Dollar. Und da könnt ihr euch das Ganze mal anschauen. Aber wir nehmen jetzt mal die Free-Bilder, damit ich euch dann hier zeigen kann, wie man das alles ausgestalten kann. So, gehen wir mal auf dieses Bild. Und wenn man zum Beispiel sagt, okay, dieses Bild gefällt mir sehr stark, da könnte man dann zum Beispiel so machen, dass man einen Text einfügt. Und hier gibt es natürlich auch dieses New York City, Manhattan, Free, ne? Und da könnte man zum Beispiel diese Überschriften, zum Beispiel hier Mexiko, Free, klickt man einmal drauf mit der linken Maustaste. So, und schon sieht man, eine Sekunde, das lädt hier gerade. So, und schon sieht man, oh, das ist zweimal oder wie? Ich lösche mal eines, dann habe ich so. Da kann ich das zum Beispiel hier unten einfügen. Ja, dieses Mexiko hier low down und kann das hier zum Beispiel einfügen. Das ist jetzt nur ein Beispiel, das ich euch zeigen möchte. Natürlich steht es. Sieht das jetzt nicht so gut aus, ne? Aber hier seht ihr, was für Möglichkeiten ihr habt, um ein Bild zu gestalten. Zum Beispiel Background könnt ihr oder selbst ein Bild von euch und das hier so gestalten. Das könnt ihr zum Beispiel uploaden und so weiter. Aber ich möchte euch jetzt nur mal zeigen, wie es hier auf dieser Seite so funktioniert. Und wenn ihr dann sagt, okay, dieses Bild gefällt mir so, wie es da steht, könnt ihr auf Download drücken, Image for Web, JPEG. Oder PNG-Datei könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ja, ich mache jetzt zum Beispiel JPEG-Datei. Holding tight, preparing new design. Die bereiten dein Bild vor. Und schon bekommst du dieses Bild hier auf. If your download should have automatically started, download here. Eine Sekunde. So. Und schon hat man diese ZIP-Datei, ne? In Ordner anzeigen. Und schon hat man diese Seite, beziehungsweise, sorry, dieses Bild heruntergeladen. Steht in der ZIP-Datei, schließen. Und zack, sollte das jetzt ausgewählt werden. So, hier erscheint es, hier ist das Bild. Und man sieht hier, was hier möglich ist im 21. Jahrhundert mit diesen ganzen Geschichten. Und das möchte ich euch zeigen. Und ich denke und ich hoffe, das war hilfreich für euch. Und natürlich, falls ihr Fragen habt, könnt ihr mich jederzeit fragen unter Skype lele469. Ansonsten könnt ihr gerne auch meinen Blog besuchen. Da seht ihr natürlich viele Informationen im Bereich passives Einkommen. Coaching,
erfolgreich werden und so weiter. Da seht ihr wirklich alles. Und natürlich könnt ihr auch ein Like meiner Melchior Network-Seite einen Like geben, falls ihr möchtet. Ansonsten könnt ihr gerne meine Videos und meine Artikel verfolgen. Alles, alles klar. Und ich wünsche euch alles, alles Gute. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wir sehen uns und hören uns im nächsten Video. Bis bald. Ciao, ciao.